Als nächsten Schritt möchte ich euch zeigen, wie man an einer Häkelkante Maschen aufnehmen kann für das Halbpatent. Und zwar stellen wir uns jetzt mal vor, das wäre hier sozusagen unsere rückwärtige Mitte und wir hätten jetzt hier schon ein Stückchen mehr von unserem linken Kragen gestrickt. Dann kann man sehr einfach, indem man die Maschen hier in die Mitte der Stricknadel nimmt, auf der anderen Seite Maschen aufnehmen. Hier schneiden wir zunächst einmal den Faden jetzt ab mit einem entsprechenden langen Faden. Warum, erkläre ich später nochmal. Kommt dann im nächsten Schritt. So, und dann werden wir jetzt hier an dieser Kante die gleiche Anzahl Maschen aufnehmen. Und was ganz wichtig ist, wir wollen es so aufnehmen, dass es sozusagen eine unsichtbare Naht ist. Unsichtbar heißt, es wird sich nahtlos einfügen in die rechten und linken Maschen, die wir hier sehen. So, dazu gehen wir her und nehmen zunächst einmal hier aus der hinteren Hälfte eine Masche hier oben aus dem kleinen Ding. Eine Masche auf für die Randmasche. Und dann entsprechend hier nochmal eine Masche analog dieser rechten Masche. Und dann machen wir das Ganze nochmal. So, das heißt, wir haben jetzt immer zum Maschen aufnehmen, ich zeige es nochmal, von vorne eingestochen und haben hier den Faden durchgeholt. Und zwar sieht man das sehr schön, dass man hat hier die Löcher aus diesen Maschen von dem Häkelanschlag und man kann da sehr schön sichtbar durchstechen. Also eine 1:1 Aufnahme ist hier wirklich sehr einfach. Jetzt wird es etwas tricky und zwar wir möchten jetzt eine linke Masche aufnehmen. Und bei einer linken Masche stechen wir gewöhnlich von hinten ein und dazu müssen wir den Faden auch entsprechend hier durchbuchsieren. Falls das mit der Stricknadel etwas schwierig sein sollte, was es jetzt hier bei mir auch ist, nehme ich eine Häkelnadel zu Hilfe und hole mir dann mit der Häkelnadel sozusagen die Masche nach hinten und kann sie dann auf die Stricknadel draufschieben. Anschließend haben wir hier wieder eine rechte. Und dann machen wir das Ganze nochmal mit der Häkelnadel. So, holen wir uns die Masche hin und nehmen sie entsprechend auf. Und dann kommt wieder die rechte Masche von vorne eingestochen. Und dann haben wir wieder von hinten die Linkmasche, die wir uns holen und hier entsprechend aufnehmen. Von vorne, ups, und dann nochmal mit der Häkelnadel von hinten. Jetzt wird der eine vielleicht sagen, naja, das ist aber sehr aufwendig, aber das Schöne ist, es sieht von beiden Seiten nachher gleich aus. Und man erkennt nachher kaum einen Übergang zwischen, diese Naht ist eigentlich nicht sichtbar, aber sie gibt uns trotzdem einen Halt. Und deswegen liebe ich diesen Rechts-Links-Aufnahme von Maschen sehr, weil sie so unsichtbar ist und wir dadurch die Strickstücke von beiden Seiten anziehen können. Sozusagen dann die Nähte oder das, was man an Aufnahmen hat. Das ist dann sozusagen reversible, also von beiden Seiten tragbar. Und da ist meine Häkelnadel abgesegelt. Aber ich habe jetzt auch nur noch rechte Maschen zum Aufnehmen. So. Und dann kontrollieren wir nochmal, ob wir auch entsprechend die gleiche Maschenanzahl haben.
Ja, da fehlt noch eine. Mir fehlt jetzt hier noch eine. Das heißt, mir fehlt hier hinten noch eine Randmasche und da habe ich auch besser gepasst. Hier muss man noch mal einstechen. Einmal so und einmal so. So. Okay. Also das ist die Rechts-Links-Aufnahme für das Halbpatent aus dem Häkelumschlag. Ja, jetzt seht ihr noch mal, wie schön der das Rechts-Links-Aufnehmen hier in der Kragenmitte, wie schön das aussieht und wie nahtlos sich das sozusagen ins Maschenbild einfügt. Und wir haben trotzdem hier eine gewisse Stabilität in der Mitte und man kann die Jacke hinterher von beiden Seiten anziehen. Ja, was ich euch jetzt erklären möchte, ist, ich weiß nicht, wie es euch ergeht.